wären Messeinterviews häufig zwischen vollgestopften Ständen und vielen anstehenden, palavernden Leuten geführt werden, haben wir hier in Erlangen die Möglichkeit, auf einer begrünten Dachterrasse jetzt ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und bei mir ist Nick Klein. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Nick, du bist deutscher Comic-Künstler. Die letzten Veröffentlichungen waren der zweite Band von Drifter. Das ist ein genau, Space-Western. Ja. Mhm. Und Viking. Mhm. Beides sind Creator-Owned-Titel, die im Original bei Image erschienen sind. Und Viking hat jetzt ein bisschen länger nach Deutschland gebraucht als Drifter. Ja, ich glaube, Viking kam so ein bisschen durch den Erfolg von Drifter mit drüber geschwappt dann. Genau, Viking ist von 2009 und Drifter ist halt die aktuelle Serie, die geht auch noch weiter, also Drifter ist auch noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, dann hat Costco einfach gesehen, dass da halt Interesse besteht und dann, ja, auch einfach gefragt, ob das auch noch zu haben ist quasi. Jetzt haben wir es hier ein paar Jahre später nach Deutschland geschafft. Cool auf jeden Fall. Ist es für dich jetzt nochmal was Besonderes, dass die Titel, an denen du mitgearbeitet hast, auch in deiner Muttersprache veröffentlicht werden? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es halt immer ein bisschen schade, weil einerseits schade, dass man in Deutschland halt meine Sachen nicht lesen konnte, weil also auch viele von den frühen Superhelden-Sachen und so, die ich gemacht habe, die halt nicht nach Deutschland rübergeschwappt sind, weil die entweder die, also von den ersten Sachen halt die Titel zu klein waren, als das Panini die hätte übernommen hätte, weil die auch immer nur die großen Sachen übernehmen. Und die eigenen Sachen haben es irgendwie, also Viking gab es zum Beispiel auf Italienisch, aber das hat mir ja nichts gebracht hier in Deutschland, ne? Aber ja, ich finde es schon schön, also das jetzt, aber es kam jetzt irgendwie alles auf einmal, die ganzen Marvel-Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, so Captain America und sowas, die sind auch letztes Jahr alle bei Panini rausgekommen, das heißt ja wirklich so auf einmal, vorher gar nichts Jahre und dann auf einmal so ein hunderte Seiten Comics auf einmal erschienen, aber schon cool. Ist es ein großer Unterschied, ob ihr jetzt Creator-Owned arbeitet, beide Titel hast du ja mit dem Ivan zusammen gemacht, oder ob du an einem großen Franchise mitarbeitest, ist das für deinen Workflow ein sehr großer Unterschied? Ich weiß nicht, ob es für den Workflow ein großer Unterschied ist, weil die Abgabetermine sind mehr oder weniger gleich, also es ist ja auch dieser monatliche Rhythmus, obwohl es halt nicht monatlich produziert wird. Aber es ist vom Gefühl her einfach anders, weil man ich bin ja niemandem Rechenschaft schuldig. Also bei Marvel war es halt immer so, ich habe nie großartig jetzt Notizen oder Änderungen bekommen, aber trotzdem bestand die Möglichkeit einfach, dass sie halt sagen konnten, nee, das finden wir doof, mach's anders. Und bei Drifter ist halt der Einzige, mit dem ich mich absprechen muss, halt Ivan, der andere, also mein Partner. Ja. Und deswegen, also es ist halt auch immer die Sache, ich find's halt erfüllender, mit einer eigenen Sache Erfolg zu haben und davon leben zu können als mit, sag ich mal, einer Franchise-Figur, weil da weiß man halt nicht, ob die Leute das halt wegen der Figur kaufen. Es gibt auch Leute, die kaufen alles von Wolverine, egal wer das zeichnet, wer es schreibt, Hauptsache Wolverine. Aber wenn man was Eigenes macht, dann weiß man halt, es wird halt nur deswegen gekauft, weil es gibt halt da kein Franchise zu. Also das ist ja quasi, die kaufen das nur wegen dir oder wegen der Story oder wegen was du erschaffen hast. Und das ist natürlich, finde ich, schon immer einfach toller. Also ist einfach auch, ist man auch stolzer drauf, also dass man... Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es eben auch was ist, woran man entwickelt hat, wo man weniger Vorlage hat und wo du vielleicht auch, also das ist jetzt meine naive Vorstellung davon, noch mehr Ping-Pong mit dem Autor spielst, als du es jetzt bei einer Marvel-Auftragsarbeit machen würdest. Das auf jeden Fall. Also wir haben ja die Geschichte von Drifter basiert ja auch auf einem Mashup von zwei Ideen, die wir unabhängig voneinander hatten und die haben aber super zusammengepasst. Mhm. Und daraus ist dann quasi die Meta-Story entstanden und wir sprechen aber alles ab. Also wir besprechen jedes Einzelheft mit immer über Skype mit unserem Redakteur zusammen. Ja. Und Ivan ist halt auch in die Zeichnung auch involviert und genau das gleiche mit unserem Grafikdesigner in London, Tom Muller. Wird halt sehr micro-gemanaged von uns. Also wir wollen halt auch, dass es halt 100% oder so nah an 100% wie möglich uns gefällt, weil es halt unser Herzblut ist. Deswegen, bei Marvel, da hat man halt irgendwie, ja, dann machst du halt dein Ding und dann hast du halt über Sachen wie zum Beispiel das Grafikdesign auf dem Logo, auf dem Titel, hast du nichts mit. Das sieht man erst, wenn es dann gedruckt ist. So, ich kriege ja vorher nicht ab, irgendwie gefällt dir das. Und das sind halt so Sachen, ja, kriegst du halt aufs Auge gedrückt manchmal und du kannst nichts dran ändern. Ich glaube trotzdem, wenn man
vermute ich jetzt, du kannst mich da gerne widerlegen, wenn man jetzt so den ersten Marvel-Auftrag bekommt, der bei dir jetzt auch eine Weile zurückliegt, dann ist es ja trotzdem wahrscheinlich erstmal, weil auch du als junge Superhelden-Comics gelesen haben wirst und das sicher auch eine Inspiration gewesen sein wird, die Laufbahn einzuschlagen, ist ja trotzdem auch nochmal eine gewisse Ehrung, die man da empfindet, denke ich. Ja, es ist halt, wenn man halt dann so einfach mal innehält und drüber nachdenkt, ist es halt schon irgendwie auch krass, dass man, also auch bei Images aber so, weil ich habe ja angefangen mit Spawn, damals, als Spawn rauskam drüben, da war ich 14, das war halt für mich war, also als der Image-Boom losging und für mich war halt Image das Nonplusultra und deswegen ist halt schon geil, dass so, ja krass, du machst jetzt eine eigene Image-Serie, das ist halt schon geil. Und bei Marvel war es genauso. Der erste Job für Marvel war der Titelbilder für Star-Lord und da war ich schon so der Moment, wo ich gedacht habe, ja scheiße, du machst jetzt halt irgendwie, du arbeitest jetzt für Marvel, das was du halt als Jugendlicher oder als 14-Jähriger halt irgendwie so tagträumermäßig irgendwie gedacht, so irgendwann wirst du Comiczeichner, das ist jetzt halt irgendwie Realität geworden. Aber irgendwann wird es halt auch dann relativ schnell doch dann zur Arbeit. Aber ich finde das cool, das zu hören, weil in Künstlerinterviews halt ganz, ganz häufig eher die großen Europäer genannt werden als Einstieg oder wenn Marvel Comics dann halt auch wirklich halt einen Kirby oder einen Romita Senior, aber das halt wirklich mal das jemand... Alles, das ist alles gemogelt und das ist alles geflunkert, damit sie sich in einem besseren Licht dastehen. Ah nee, ich habe gleich mit Möbius angefangen. Das klingt auch ein bisschen pfiffiger. Ja. Aber ich fand Spawn auch geil. Also ich finde Spawn immer noch geil. Ich auch. Ich fand Superhelden-Stuff fand ich gut, aber das wurde irgendwie gritty und ich habe damals auch Metal gehört irgendwie und es hatte alles irgendwie ein bisschen mehr Pfund. Und von diesem gritty Superhelden-Verlag hat sich Image ja wirklich zu der Creator-owned Anlaufstelle in Amerika entwickelt eigentlich. Mein Saga findet da statt, großartiger Titel. Unglaublich viele gute, qualitative Titel. Das liegt aber auch so ein bisschen am Geschäftsmodell von Image, dass du ja wirklich dir niemand reinredet. Also solange du halt verkaufst, ist Image halt wirklich letztendlich mehr oder weniger fast egal, was du da machst in deiner eigenen Serie. Und ja, einfach vertragstechnisch sind die halt auch super, weil halt das meiste Profit halt einfach an das Kreativteam geht im Vergleich zu Marvel. Also deswegen kannst du ja mit einer mittelmäßigen verkauften Image-Serie genauso viel Geld verdienen wie mit einer hochverkauften Marvel-Serie. Ja. Weil die Stückzahlen, du musst einfach weniger Stückzahlen verkaufen, um das gleiche Geld zu kriegen. Und das ist halt super, dass es jetzt so ist. Das war ja auch nicht immer so bei Image. Das ist ja jetzt in den letzten 3-4 Jahren, wo es da explodiert ist. Und ich hoffe, es geht so weiter. Weil ich finde einfach, weil halt auch für die ganzen, sag ich mal in Anführungszeichen, guten Leute, die bei Marvel waren, das mittlerweile auch mitgekriegt haben und dann natürlich auch lieber was Eigenes machen und dann halt zur Image gegangen sind. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass ja ganz, ganz viele Comic-Titel im Moment Hollywood als Vorlage dienen. Mhm. Ich glaube, da hat man auch die deutlich größere Chance, wenn man eine gute Arbeit abliefert, da vielleicht irgendwann auch mal an einer Lizenzierung ordentlich beteiligt zu sein als Künstler, gegebenenfalls. Ja, auf jeden Fall. Also bei Image sowieso, weil Image halt mit den Medienrechten nichts zu tun hat. Mhm. Bei zum Beispiel Vertigo oder Dark Horse, andere Verlage, die halt auch Creator und Sachen vertreiben, ist es halt anders. Deswegen ist eigentlich, ja, ist Image schon, finde ich, die ideale Adresse. Und weil die halt einfach die auch komplette Freiheit geben. Also das ist natürlich dann auch deine eigene Schuld, wenn das Ding dann halt gecancelt wird, weil es keiner kauft so. Aber wenn es halt gut läuft, kannst du halt machen, was du willst. Und das ist halt dieser kreative Freiraum, den haben halt viele... gibt es halt nirgendwo sonst. Also in Amerika und auch in Europa nicht. Also deswegen die ganzen großen Autoren wie Rick Remender und Matt Fraction und sowas, klar machen die ihre eigene Image-Serien, weil bei Marvel müssen sie halt ja im Sandkasten von jemand anders spielen und da können sie halt ihr eigenes machen. Aber es ist ja auch nicht so, dass bei Image jeder seinen schnell hingeskribbelten Kram an den Mann bringen kann. Nee. Eine gewisse Qualitätskontrolle haben die auf jeden Fall. Die Qualitätskontrolle vorher gibt es auf jeden Fall. Also die drücken ja nicht alles ab, was man ihnen hingibt. Also du musst ja schon auch einen Pitch machen, wie ganz normal halt. Aber wenn du das halt erstmal, wenn die halt erstmal gesagt haben, ja, das Risiko geben wir ein, weil für die ist ja immer das Risiko, die versuchen das Risiko halt zu minimieren und sagen, die wollen halt mindestens ein Break-Even machen, damit wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben. So, und danach ist es ja dann immer dir überlassen, was du dann machst. Also klar, du kannst, also die machen schon in dem Sinne eine Vorkontrolle, indem sie halt sagen, dass wir glauben, das hätte Erfolg, damit für uns das Risiko einfach minimiert wird, aber danach kannst du halt dann, kannst du sie so viel involvieren oder so wenig, wie du möchtest. Also
was ideal einfach ist, um eine Geschichte künstlerisch wachsen zu lassen. Drifter hat mir richtig, richtig gut gefallen, insbesondere visuell. Du hast ja einen Mix da aus Maltechniken eigentlich, das ist eine sehr aufwendige Koloration und trotzdem starke Outlines. Das mag ich persönlich sehr gerne. Und auch in beidem ist mir ein bisschen aufgefallen, sowohl in Drifter, und wir kommen gleich nochmal auf Viking, auf den neuen Titel, dass das im Grunde ganz, ganz klassische Comic-Fantastik-Themen sind. Ne? Wir haben Western auch, dass Western und Science-Fiction zusammenlaufen. Das gibt es grundlegend nicht das erste Mal. Aber ihr habt es auf jeden Fall sehr, sehr elegant und modern und gewaltig aufgezogen. Das, alle Cheesiness ist raus. Also es hat kein bisschen Lächerlichkeit mehr, sondern wirkt wirklich kinoreif. Ist das bei beiden Titeln so der Ansatz gewesen, dass man diese klassischen Comic-Themen modernisiert? Gar nicht. Also es war auf jeden Fall nicht, also es ist einfach bei Drifter zum Beispiel so, dass ich halt einfach ein riesengroßer Science-Fiction-Fan bin. Ich lese halt fast ausschließlich nur Science-Fiction-Bücher, wenn ich halt lese. Das mit dem Western, ja, das ist, ich weiß gar nicht, also das mit dem Western, also wir selber sagen nicht, dass es ein Space-Western ist. Aber dieses Western-Feeling kommt halt automatisch auf, wenn man irgendwo in einer fremden Welt ist. Das war ja der wilde Westen damals auch, eine fremde Welt, wo einfach Leute halt hin aussiedeln. Und da ist halt einfach, ist es glaube ich egal, ob du auf einem anderen Planeten bist oder ob das im wilden Westen bist. Dieses auf sich alleine gestellt sein, diese Raue, das ist ortsunabhängig. Das ist ja der Mensch, der es mitbringt. Deswegen ist es vielleicht so, geht halt in die Richtung von dem Western, aber es ist nicht wirklich als Western jetzt angedacht. Und bei Viking wollten wir einfach eine, weiß gar nicht, was unser Gedanke dahinter war. Also das hatte Ivan, wollte halt einfach eine geile Wikinger-Geschichte erzählen, aber nicht irgendwie so eine 0815, sondern es ist halt eher so ein bisschen so eine Crime-Story halt. Ja. Sehr rau. Ja, da. Das ist aber auch eher so ein Ding, also so abgeschliffene, so super, also tolle Helden und so Menschen ohne Fehler, ist halt überhaupt nicht unser, also ich finde auch, dass ein guter Protagonist halt auch einfach auch Fehler haben muss. Absolut. Aber das macht ja auch einen Charakter aus, aber deswegen. Was mir aber schon aufgefallen ist tatsächlich, ist, ich fand Viking jetzt visuell deutlich verspielter. Also während Drifter einen ganz klaren Look, einen Codex, die ganze Zeit extrem aufwendig aussieht, sieht Viking nicht unaufwendig aus, aber du hast halt in einem Panel hast du mit Rasterfolie gearbeitet, das nächste hat Konturen, das nächste wieder nicht und ist anders koloriert. Trotzdem wirkt es aus einem Guss und entstehen dadurch Übergänge, so erzählerische Übergänge. Ja. Wie viel davon ist direkt auf dem Tisch entstanden und wie viel davon hast du konzipiert, habe ich mich gefragt. Ich würde sagen, mindestens 90% ist auf dem Tisch entstanden. Ich habe das immer so ganz, also einfach so je nach, wie, was ich denke, was die Szene jetzt gebraucht hat, irgendwie einfach. Und habe es dann einfach gemacht, also ob es jetzt gemalt war oder Tusche. Und ja, aber da habe ich habe bei Viking auch so ein bisschen gesucht. Also das war ja, das kam ja 2009 schon raus. Und davor hatte ich halt keine längere Interior-Geschichte gezeichnet. Da hatte ich halt bis jetzt nur Titelbilder gemacht und sowas für Marvel. Und da habe ich halt mich so ein bisschen gesucht, ausprobiert und. Es ist halt auch so ein bisschen Punkrock, aber das war auch so ein bisschen mein Feeling für das Buch. Also es ist ja schon sehr, der eine von den beiden Brüdern hat ja irgendwann auch ein Iro, weil irgendwie die Haare schneidet sich dann irgendwie die Haare. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber es sieht halt auch so ein bisschen Punkrock aus. Das war für mich einfach so ein bisschen, ich schmeiß einfach mal alles zusammen, je nach emotional, also nach Emotionen, was die Szene so hergibt und hoffe, dass es funktioniert. Für mich total. Ich hoffe, dass ich noch viele andere Leute, aber so, ich habe bei CrossKite anklingen hören, dass das nicht so schwierig ist mit dem Leute finden dafür. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich fürs mega interessante Gespräch. Ja, danke schön. War mir eine Freude und wir machen jetzt weiter in Erlangen. Super, ja. Mach's gut. Ciao.